Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen hier aus dem Münsterland. Ich bin der Swobo und in 5 Tagen starte ich eine mehrtägige Tour mit dem Rad. Und warum ich diesmal so starte und nicht meinen Fahrradanhänger, den Kalle, dabei habe, dazu gleich mehr nach dem Intro. In 5 Tagen brechen wir auf zu unserer zweiten Electric Devils Community Tour. Diesmal treffen wir uns auf einem Campingplatz im Allgäu. Es gibt gemeinsam ein verlängertes Wochenende dort. Und wenn ich schon mal da bin, kann ich auch ein bisschen Radfahren. Ich war noch nie im Allgäu mit dem Rad, mit dem E-Bike unterwegs. Schaue ich mir das Ganze mal an. Nehme natürlich die Kamera mit, dass ich euch natürlich auch mitnehme und euch was zeigen kann nachher. Und ich habe eigentlich auch vor, von da aus wieder zurückzuradeln. Und warum ich das genau so gepackt habe, beziehungsweise das Setup mitnehme, dazu jetzt mal ein bisschen mehr im Detail. Bei meiner letzten mehrtägigen Tour mit dem E-Bike hatte ich ja meinen Fahrradanhänger dabei, den Kalle. Das ist auch super praktisch, 96 Liter Volumen. Da hat man dementsprechend auch ordentlich Platz, viel Sachen mitzunehmen, die man eventuell gar nicht braucht. Das ist diesmal nicht so. Warum lasse ich den Kalle zu Hause? Es kann sein, witterungsbedingt, ich bin ein paar hundert Kilometer von zu Hause weg, dass ich zwischendurch mal ein Stück mit der Regionalbahn fahre. 49-Euro-Ticket ist ja ab dem Wochenende jetzt auch gültig. Müsste ich bewusst noch das Fahrradticket dann dazu besorgen. Bundesweit kostet das ja 6 Euro, so eine Tagesfahrkarte fürs Fahrrad. Und einen Fahrradanhänger kann ich halt in so einer Regionalbahn oder am besten noch, wenn ich eine weitere Strecke zurücklegen will, einen schnelleren Zug nehmen will, im Intercity und so gar nicht mitnehmen. Ne? Das ist Gepäck, ein Fahrradanhänger. Regionalbahn klappt das vielleicht, wenn die leer ist und wenn nicht. Aber ja, kann man sich halt nicht drauf verlassen, ne? Je nachdem, wie kulant das mal dann da ist. Und von daher habe ich mir überlegt, diesmal, ja, probierst du was Neues aus. Ich bin auch experimentierfreudig, dieses Mal also dieses Setup. Vorne an meinem KTM Cento habe ich ja eine Federgabel und da ist es eigentlich gar nicht so einfach, irgendein Taschensystem zu montieren. Beziehungsweise man könnte sich da mit festen Schellen was dran machen, da gibt es ja so Frontgepäckträger. Wollte ich aber nicht, ich wollte mir jetzt nichts hier was dran klemmen, was da immer dran bleiben muss, weil wenn man es abmacht, hat man sonst Macken am Fahrrad. Oder es gibt die Möglichkeit, halt das Fork-System zum Beispiel von Ortlieb zu nutzen, wo man hier allerdings auch geklemmt Halterungen dran macht. Wollte ich aber auch nicht. Zum einen habe ich noch Fahrradtaschen. Diese hier, diese Ortlieb Frontroller, 8 Liter Taschen. Und neues System kostet auch wieder richtig Geld. Und darum habe ich mich jetzt entschieden, hier diesen Tetrarec M1 von Topic zu montieren. Und das hat einen charmanten Vorteil, dass es nicht fest mit dem Rad verbunden ist. Das sind, wie man hier sieht, Klettverschlüsse. Ich hole mal ein bisschen näher ran. Klettverschlüsse. Und das Ganze wird, das sind also so Gummihalterungen zwischen, dass es auch nicht rutscht mit den Klettverschlüssen. Das Ganze wird auf Spannung gebracht hier mit einer Schraube. Das heißt, dass die Klettverschlüsse hier richtig auf Zug sind. Und das Ganze ist bis 10 Kilo belastbar. Und das reicht für mich hier völlig aus, weil das Hauptproblem, die Hauptherausforderung ist bei mir nicht, dass ich viel Gewicht mitnehme, sondern viel Volumen. Und das liegt an meinem Schlafzimmer. Und das zeige ich euch mal eben. Ich habe in der einen Tasche hier rechts am Rad nämlich meinen Down-Schlafsack. Winterschlafsack, kann ja nochmal kühl werden nachts im Allgäu. Und hier mein Thermaris-Kopfkissen, das ist auch schön bequem ist. Das ist mir halt wichtig. Und bei Bequemlichkeit auch hier meine Isomatte. Ne? Das ist die Thermarest Trail Pro. Das ist schon vom Packmaß her halt ein Riesenklopper, wenn ich mal hier hinschmeiße. Und die kann man auch nicht weiter komprimieren, weil der Vorteil ist von dieser Matte, dass in der Matte halt so ein Gebälk verarbeitet ist, also nicht nur Luft drin. Das ist für mich wichtig. Ich bin ja so die Kiloklasse 90 plus und Seitenschläfer. Alles, was ich ausprobiert habe, Luftmatratzen, die mit Luft gefüllt werden, das liege ich platt im Hüftbereich und habe dann jeden Morgen Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich gehabt. Und dann hat man keinen Spaß, mehrere Tage auf dem Campingplatz zu übernachten und mit der Thema Rest Trail Pro liege ich praktisch fast wie zu Hause im Bett. Also es ist schon ein bisschen Unterschied, es ist ein bisschen härter, aber deutlich bequemer und dann halt keine Rückenschmerzen mehr am Morgen. Und darum halt so viel Packvolumen, was ich brauche, aber was eigentlich kein Gewicht erzeugt. Ich habe auch schon so ein bisschen rumgebastelt an dem Frontgepäckträger, an dem Tetrarec. Und zwar habe ich was entfernt. Normalerweise ist hier oben die Gepäckträgerplatte sozusagen dran und da würde man die Taschen reinhängen. Problem ist dabei allerdings hoher Schwerpunkt. Je höher die Taschen hängen, umso höher ist ja der Schwerpunkt, umso wackeliger wird die ganze Angelegenheit. Ich habe das dann einfach mal abgeschraubt. Die Grundstabilität ist so auch noch erhalten. Und habe dann auch Glück, dass diese Ortlieb-Taschenhalterungen hier genau ans Tetrarec passen.
Die Tasche ist also richtig verriegelt hier, kann so während der Fahrt auch nicht rausfallen. Ich habe jetzt allerdings festgestellt, weil man die Tasche ja unten jetzt nirgendwo fixieren kann, ich habe jetzt hier keinen durchgehenden Gepäckträger, klappert die Tasche während der Fahrt und schlägt natürlich dann hinten auch an die Gabel vorne an. Da muss ich unbedingt noch was draufkleben, Schutz, dass mir das dann da nicht die Gabel vermackelt. Hier hinten quer ist von Ortlieb ein 22 Liter Packsack. Ist auch noch ordentlich Luft drin. Da ist mein Zelt drin. Das Groundsheet vom Zelt ist da drin. Ich habe da noch eine große Plastiksack ist da noch drin, falls das Zelt nass ist, dass ich den Rest der Tasche halt, den Inhalt, dann nicht nass wird und das Zelt dann extra in die Hülle kommt. Und da drin ist ein 10 Meter Verlängerungskabel, ein CE-Adapter und das Ladegerät halt fürs E-Bike. Auf meinen bisherigen Radreisen war ich doch immer recht flott unterwegs, sag ich mal. Heißt, ich bin von morgens bis zum nächsten Campingplatz oder abends halt geradelt, habe mir zwischendurch aber nicht großartig was angeguckt. Damals zum Beispiel, als ich in Frankreich, in Straßburg war, habe ich das dann schon so ein bisschen im Nachhinein geärgert, das Straßburger Münster nicht mal von innen gesehen zu haben, nur draußen davor. Problem ist natürlich da, Diebstahlgefahr, Rad kommt weg, Taschen kommen weg und so weiter. Für dieses Mal habe ich mir da was überlegt und was besorgt, um die Taschen auch am Rad sichern zu können, wenn ich mir wirklich mal was in Ruhe angucken will. Das habe ich auf jeden Fall vor. Ich habe mir von Abus hier diese Kombiflex-Schlösser besorgt für die Fronttaschen. Und die kann ich halt dann hier durch die Öse am Rad ziehen. Und auch hier um den Rahmen. Und habe das dann mit einem Zahlenschloss hier so gesichert, dass zumindest die Tasche nicht vom Rad gestohlen werden kann. Öffnen kann man die so natürlich auch. Aber für einen Gelegenheitsdieb, der im Vorbeilaufen die Tasche vom Rad reißen will, hat man da schon dran gehindert. Für das restliche Gepäck habe ich mich hier für die Falk Pro 3 in 1 von Falkenthal entschieden. Ich habe auch Packtaschen von Ortlieb. Der entscheidende Unterschied ist hier zum einen das Volumen. Die hier haben bis zu 26 Liter Volumen, je nachdem wie man den Rolltopverschluss oben rollt. Und meine Ortlieb-Taschen, die ich habe, die Backroller Classic, haben nur 20 Liter Volumen. Und wenn ich mich dann mal von meinem Fahrrad entferne, um was zu besichtigen, habe ich hier die Möglichkeit, die Fahrradtasche ziemlich schnell und einfach zu einem vollwertigen Rucksack umzubauen mit einem vernünftigen Tragesystem. Da ist ja auch einiges an Gewicht dann drinnen, wenn ich da meine Wertsachen, Kameraequipment und so weiter drin verstaut habe. Die Sachen würde ich ja nicht am Rad lassen. Und zum anderen ist das Tragesystem hinter der Reißverschlussklappe ja auch gut vor Umwelteinflüssen geschützt, sodass es auch immer sauber ist. Und wenn ich die Taschen am Rad lassen möchte, habe ich hier auch mit dem Schloss von Falkenthal die Möglichkeit, den Verschluss hier zu verriegeln, sodass man die Tasche nicht einfach vom Rad abnehmen kann. Ja, wie heißt das so schön? Entscheidend ist auf dem Platz und darum suchen wir jetzt mal ein paar Strecken hier raus, wo es richtig schön wackelt, ordentlich Schotterpiste ist. Und dann schauen wir mal, ob der Frontgepäckträger auch da bleibt, wo ich ihn montiert habe oder ob der anfängt zu rutschen oder selbst anfängt zu klappern. Ja, die kleine Runde jetzt hier, bin jetzt nicht wirklich weit gefahren. Einmal um den Bach hier ein paar Kilometer hin und her. Hat ganz gut funktioniert, da hat sich ja soweit nichts bewegt, klappert nichts, außer die Taschen vorne, dass die an der Gabel klappern, weil ich sie unten nicht fixieren kann. Ich schaue nochmal, vielleicht von euch ja noch eine Idee, dann schreibt mir das in die Kommentare, wie ich das dann noch eleganter lösen kann, dass es halt nicht klappert, dass es ein bisschen mehr Bezug auch zur Gabel hat vorne, wenn da keine Macken reinhaut. Und sonst bin ich jetzt total frohen Mutes, hätte ich fast gesagt. Ich freue mich total, kann es kaum noch abwarten, in 5 Tagen geht's
geht's los ins Allgäu. E-Bike-Abenteuer Allgäu mit den Electric Devils. Und wenn euch das interessiert, hier unsere E-Bike-Community, unsere E-Bike-Gang sozusagen, Link ist in der Videobeschreibung, schaut euch das mal an. Vielleicht wollt ihr ja auch gerne mal E-Bike-Rocker sein. Jedenfalls, ich kann es kaum noch abwarten. Und bin jetzt auch froher Dinge nach dem Ausprobieren hier, dass das alles funktionieren wird, wie ich mir das gedacht habe. Ja, wenn euch mein kleines Video jetzt hier gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Spart nicht mit Kommentaren, da profitiere ich natürlich immer von. Da hoffe ich jetzt auch noch dran, dass ich in den 5 Tagen vielleicht noch ein paar gute Tipps bekomme, vorne mit der Tasche oder noch andere Tipps auch. Und wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Swobo. Tschüss.